Wenn einer sagt, das geht nicht, dann weiß ich, geht nicht, gibt's nicht. Für mich, das gibt's nicht. Mein Kopf ist ja komplett voll Visionen, voller Projekte. Aus Salzburg die Festungsbahn einmal aufgezogen, das ist doch ein Wahnsinn. Ich bin vorbeigegangen und habe mir gedacht, ah, siehst du, die Festungsbahn, ich bin ein Salzburger, die konnte ich auch irgendwann einmal aufziehen. Nur so ein Gedanken war das, gell? Den habe ich schon lange gehabt. Und wie ich jetzt vor Monaten durch Salzburg gehe, bin ich wieder vorbeigegangen und habe mir gedacht, schaue ich da mal rein und frage ich einmal. Und da bin ich reingegangen einfach und habe da gefragt, kann ich mir eine Festungsbahn raufziehen? Die haben mich natürlich erkannt, gell, sofort. Und haben gesagt, natürlich, Franz, das können wir machen, schauen wir einmal. Wir Extremsportler, wir ticken ganz anders, wir sind ganz anders gestrickt. Man kann uns nicht vergleichen mit einem normalen Menschen. Das geht gar nicht, das kannst du nicht vergleichen. Wir sind einfach Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die was andere Menschen nicht haben. Ich finde es einfach cool, ein Superheld zu sein. Da gibt es den Hulk, da gibt es den Spider-Man, den Superman, da gibt es ja Hunderttausende schon. Und dann gibt es auch den Austrian-Rock, den Franz Müllner. Ist auch ein Superheld. Aber wie wird man eigentlich Superheld? Ich war ja 10 Jahre Ausdauersportler, ich war ja immer schon auch der Extreme. Ich bin Kajak gefahren, ich bin Fallschirm gesprungen und habe mir dann eigentlich einen Sport gesucht, der wirklich extrem ist und brutal ist. Und da bin ich eben dann zum Marathonlaufen gekommen und dann bin ich zum Ironman gekommen. Und so bin ich dann eigentlich dort eingegutscht in den Extremsport. Ich habe so intensiv trainiert an mir selber, um dass ich die Ziele erreiche. Innerhalb von 3 Jahren war ich dann stärkster Mann Österreichs und war dann 5-mal in Folge, habe ich den Titel Austria Giants dann gewonnen. Das war mir dann einfach irgendwann einmal zu fad. Irgendwann möchte ich irgendwann einmal im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Dann habe ich dann den ersten Weltrekord gebrochen. Da ist ein Helikopter auf meinen Schultern gelandet. Und da ist damals der Ottfried Fischer im Helikopter gesessen. Und es sollte nicht der einzige Weltrekord bleiben. Hubschrauber, Flugzeuge, extreme Hitze. Franz Müllner hält allem stand. Je spektakulärer, desto besser. Dann habe ich einmal einen Lamborghini-Zug gehalten, mit Körperkraft, einen Ferrari gehalten. Dann habe ich Autos übergedreht und bin dann eigentlich so in die ganze High Society und in den Guinness World Records reingekommen und bin dann weltweit eingeladen worden. Ich war 5-mal in China, ich war in Mexico City, ich war in Australien, ich war in Amerika. Ich war in Japan, ich habe die ganze Welt bereist. Da habe ich es geschafft, jetzt muss ich schauen, wo das ist. Da habe ich einen Jumbo gezogen, 142 Tonnen Leergewicht, da kommen ungefähr 20.000, 30.000 Liter Sprit dazu. Hat ungefähr 160, 170 Tonnen gehabt, das war das schwerste je gezogene Gerät, das einer gezogen hat. So ein Eintrag in so ein Buch, in so ein Guinness-Buch oder Rippes-Buch, ist das wie eine olympische Medaille für mich. Und die ist sehr hart erarbeitet. Etwa 4 Stunden Training pro Tag gehören zum Job. Franz Müllner beim Training, für die Fische im Aquarium ein täglicher Anblick. Franz Müllner trainiert das ganze Jahr und der muss das ganze Jahr fit sein. Aber bestimmte Projekte verlangen auch ein ganz spezielles Training. Wie etwa der Weltrekord, die Festungsbahn 10 Meter mit eigener Kraft zu ziehen. Da musst du 10 Meter, das sind 30 Stufen bergauf gehen. Und es ist immer so, als wie wenn du 30 Mal eine LKW-Zugmaschine mit 20 Tonnen wegziehst. Und das geht natürlich extrem auf die Oberschenkel. Gell? Und da habe ich bin extrem viel Radl gefahren, bin extrem viel mit dem Mountainberg bergauf gefahren, Kniebein gemacht, habe Beinpresse gemacht. Und ja, ich habe aber nicht Beinpresse gemacht, so wie man sieht im Fitnessstudio. Ich habe mich vor das Auto hingelegt vom Dodge Ram und habe mit die Beine in Dodge Ram weggedrückt mit 2,6 Tonnen. Das ist Franz Müllner Beinpresse. Ja. Und auch bei der Ernährung hat er seinen ganz eigenen Stil. Ernährung ist für mich eigentlich schon ein Thema, aber eigentlich wieder kein Thema, weil ich esse eigentlich, was mir schmeckt. Ich brauche was Sottes, ich brauche ein Fleisch, ich brauche Nudeln, ich brauche Kartoffeln, ich brauche einen Salat, ich brauche Gemüse, weil sonst habe ich keine Kraft nicht. Gell? Richtige Superheldennahrung also, und da ist er in guten Händen. Was meine Frau kocht, ich esse mal. Hier in Tamsweg im Lungau findet Franz Müllner den Ausgleich zu seinen extremen Projekten. Wenn ich mit der Familie beieinander sitze, wenn ich ihnen erkläre, was ich da habe, wenn sie nicht dabei waren bei den Rekorden, ich nehme den Hund und gehe mit dem Hund einfach spazieren, gehe mit dem Hund 3 Stunden durch den Wald spazieren, da kannst du richtig entspannen, da findet er wieder meine Kraft. Und ganz besonders an diesem Ort.
Das ist die 16er Gondel. Ich habe das Wiener Riesenrad gedreht mit Körperkraft, 20 Meter weit, 244 Tonnen. Und letztes Jahr, vor 2 Jahren, haben sie das, die ganzen alten Gondeln, die ist 70 Jahre alt, haben sie auch runtergegeben und ich habe eine gekriegt. Das ist ein Ruhepool, das ist ein Kraftplatz von Franz Müller, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da plane ich auch meine Weltrekorde. Ich sitze da, wenn ich mich entspannen will. Ich habe es umgebaut aus Zigarrenlounge, da auch immer Zigarrerl, eine gute Zigarre, weil das Leben ist zu kurz, eine schlechte Zigarre zu rauchen. Ich rauche eine gute Zigarre. Das ist schon ein Spruch von meinem Freund, vom Arnold Schwarzenegger, vom Sylvester Stallone. Das sind auch Zigarrenraucher. Und man braucht schon ein Laster auch im Leben und nicht nur trainieren und sporteln. Man sollte gut essen und zu einem guten Essen einen guten Wein oder ein gutes Bier und eine gute Zigarre dazu rauchen. Aber Franz Müllner ist nicht immer so entspannt. Etwa direkt vor einem neuen Weltrekord. Ich habe wirklich 2 Tage, bin ich einfach nervös. Habe auch nichts frühstücken können, weil es mir einfach schlecht war. Bin um 3:30 dann wirklich rausgefahren und um 6 Uhr ist dann eh schon losgegangen. Ein letztes Mal geht er noch die Strecke ab, bevor er sich in das Zugseil einhängt. Der Austrian Rock muss die Reibung des 180 Meter langen Seiles überwinden. Und das 30 Mal. Schritt für Schritt. Stufe für Stufe, am Weg zu seinem 36. Weltrekord. 3, 2, 1, da habe ich einmal eine Schwachstelle gehabt, da habe ich wirklich fast keine Luft mehr gekriegt. Ich sehe da immer wieder die schwarzen Punkte nach ein paar Meter, weil du einfach mit 120 Kilo, 125 Kilo so viel Sauerstoff brauchst im Körper, damit sie dann einfach schwindelig werden. Da habe ich schon schwarze Punkte gesehen, aber ich bin Gott sei Dank durchgegangen und jetzt geht es mir schon wieder besser. Ja! Ciao! Ich habe jetzt wieder was bewiesen, wo die Menschen von Haus aus gesagt haben, das geht nicht. 4 Tage danach erholt sich der Körper dann langsam von den Strapazen. Die ersten 2-3 Tage waren wirklich schmerzhaft. Ich war da komplett offen da drinnen und die Füße haben einfach geschmerzt, Muskelkater extremen. Aber jetzt trainiere ich schon wieder und es geht mir wirklich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Und Franz Müllner hat noch lange nicht genug. In Jänner war ich 50. Aber man muss auch sagen, ich habe erst mit 35 Jahren angefangen mit Kraftsport und das sind 15 Jahre, das haben die anderen schon wieder aufgehört. Gell? Die Visionen für neue Projekte gehen ihm jedenfalls nicht so schnell aus. Na, schön war einmal auf den Mond rauffliegen und oben am Mond einen Weltrekord machen. Das gefällt mir. Da fliegen wir am Mond rauf und der Franz Müller ist der erste Mensch, der am Mond einen Weltrekord macht.